Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und heute gibt's das erste Outfit of the Week Video. Ja Leute, viele von euch haben mir geschrieben mit der Bitte, Daniel, kannst du nicht noch ein paar Outfit- und Styling-Videos machen? Und da habe ich mir was überlegt, und zwar das Outfit of the Week Format. Und jetzt werde ich in diesem Monat jede Woche ein Outfit posten aus meinem Kleiderschrank und euch einfach zeigen, wie ich die Outfits kombiniere und welche Teile ich da trage, woher ich die habe und am Ende des Tages, wie teuer auch das Outfit insgesamt ist. Und wenn du da draußen gerade zum ersten Mal auf meinem YouTube-Channel bist, ja, dann freue ich mich, dass du da bist. Und wenn du Bock hast, werde Teil meiner Community, einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos, kostet nichts, nada niente. Und denk dran, Support ist kein Mord. Und wenn du möchtest, folgt mir natürlich auch gerne auf Instagram. Dort gibt es auch so ein paar Blicke behind the scenes und private Einblicke von mir. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Heute starten wir mit einem ganz einfachen, cleanen und sehr schlichten Outfit, was ich in diesem Sommer auf jeden Fall sehr oft tragen werde. Und zwar ein Outfit in Schwarz-Weiß. Und das ist diesmal wirklich ein sehr, sehr einfacher und entspannter Look, aber wie ich finde, auch ein sehr cooler Look. Starten wir unten mit den Schuhen und diesmal sind es gar keine Schuhe, sondern es sind Birkenstock. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, Birkenstock. Ich weiß, Birkenstock sind jetzt nicht jedermanns Sache, aber Birkenstock sind echt super entspannt, super chillig und gerade für den Sommer echt die perfekten, in Anführungsstrichen, Schuhe. Und zu diesem Look gefallen die Birkenstock mir echt super gut. Die Birkenstock kosten so circa 60 bis 70 Euro, kommt drauf an, wo ihr die kauft, sagen wir mal 60 Euro. Das Modell, was ich hier gerade trage von dem Birkenstock, ist ein schwarzes Modell, das heißt Arizona in Leder. Kommen wir zum zweiten Teil dieses Outfits und zwar zur Hose. Die Hose habe ich gerade im Sale bei Zara geschossen, hat auch nur 15,90 Euro gekostet, da war ich jetzt sehr froh. Und das ist eine sehr einfache, schlichte Hose, die so einen leichten Karottenschnitt hat. Ist auch an dieser Stelle nicht ganz weiß, das solltest du auch wissen an dieser Stelle, denn die ist so ein bisschen leicht cremefarbig. Ich weiß nicht, ob das in dem Video jetzt hier rauskommt, aber die ist nicht komplett weiß, sondern ein bisschen, hat einen kleinen Cremestich drin. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber die Hosen von Zara passen mir echt immer Bombe. Also ich gehe dahin, ziehe die Hosen an, egal ob 40 oder 42, ja, entweder eine der Größen passt auf jeden Fall und die sitzen wirklich top. Und das war bei der auch so, das habe ich gesagt, auf jeden Fall mitnehmen. Und ein Tipp an dieser Stelle, wenn ihr euch eine weiße Hose kauft, ja, ob sie rein weiß ist oder nicht, völlig egal, tragt bitte weiße Unterwäsche darunter, ja. Ansonsten, wenn ihr schwarze Unterwäsche darunter tragt oder so eine Superman-Unterwäsche am besten noch, ja, dann drückt das meistens durch. Also auf jeden Fall, wenn ihr weiße Hosen tragt, tragt darunter weiße Unterwäsche. Kommen wir noch kurz zum Schnitt von der Hose. Die Hose darf auf jeden Fall nicht so lang sein, weil wenn die Hose zu lang ist, dann sieht das gar nicht mehr cool aus mit Birkenstock. Also immer darauf achten, wenn ihr irgendwie was mit Birkenstock tragt, weil Birkenstock sind ja generell nicht die coolsten Treter, ja, dass ihr auf jeden Fall eine Hose habt, die auf jeden Fall einen coolen Schnitt hat und die nicht zu lang ist. Das dritte Teil, was ich trage, ist ein ganz einfaches, schlichtes, schwarzes T-Shirt von Uniqlo. Kostet 15,90 Euro und das ist das Suprema T-Shirt. Das ist das mit ein bisschen stärkerer Baumwolle und ich habe an dieser Stelle jetzt auch nochmal die Ärmel so ein bisschen hochgekrempelt, weil ich finde, das passt zu diesem Look einfach ein bisschen besser. Also A ist mein Bizeps noch nicht so breit, dass er diese Ärmel füllen könnte und B ist es einfach ein bisschen lässiger, wenn man hier bei diesem Outfit die Ärmel hochkrempelt. Kommen wir zum letzten Teil von diesem Outfit und zwar zu einem Accessoire, zu der Uhr. Das ist eine Uhr von der Marke Nordgreen, die kostet 190 Euro und ist eine clean, schlichte, einfache, minimalistische Uhr, die perfekt zu diesem einfachen Outfit passt. Das ist jetzt die Philosopher-Uhr in der Farbe Mesh Metal, also ist einfach eine silberne Uhr, Philosopher-Uhr bei Nordgreen, könnt ihr einfach mal auf die Website schauen, falls euch interessiert. Und ich habe vor kurzem jetzt auch die Uhren vorgestellt in einem anderen Video zum Thema Uhren. Falls du es noch nicht gesehen hast, check es hier oben auf jeden Fall mal aus. Dort gibt es auch einen Rabattcode, wo ihr 15% Rabatt auf Nordgreen-Uhren bekommt. Also falls dich solche minimalistischen Uhren interessieren, check es mal aus. Kommen wir zu den Gesamtkosten des Outfits. Insgesamt kostet das Outfit 282 Euro. Und dabei kann man halt sagen, generell ist das Outfit eigentlich ein super günstiges Outfit. Die Uhr, die ich hier trage, die wertet das Outfit natürlich komplett vom Look and Feel auf, aber halt auch vom Preis her. Und so eine Uhr ist halt ein cooles Accessoire, das kannst du natürlich auch zu vielen anderen Outfits tragen. Von daher ist dieses Outfit wirklich ein super günstiges, cleanes, schlichtes, einfaches Outfit. So Leute, jetzt schreibt mal bitte in die Kommentare rein, ob euch das Outfit gefällt oder eher nicht. Also würdet ihr so ein schlichtes, cleanes Outfit tragen oder seid ihr da eher draus? Und schreibt doch mal gerne rein, ob ihr zum Beispiel Birkenstock tragen würdet oder eher nicht. Ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt und würde mich sehr freuen, wenn dieses Format, also Outfit of the Week, gut bei euch ankommt. Und da du dieses Video gerade schaust, interessierst du dich natürlich auf jeden Fall für Outfit und Stylings. Da kann ich dir auf jeden Fall den Men's Style Guide empfehlen. Das ist ein E-Book zum Thema Outfit und Styling und daraus habe ich mir auch viele verschiedene Tipps rausgeholt. Kostet nicht viel, kannst du dir einfach auf dein Handy runterladen
Und mit dem Gutscheincode DALENKORTE20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Kommen wir zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Manuel Kovacic. Manuel, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest von mir in meinen Videos, dann einfach Hashtag Shoutout in die Kommentare rein oder schick mir eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone. Nummer findest du wie meine Infobox. Einfach Vor- und Nachnamen mitschicken und dann bist du vielleicht schon beim nächsten Mal beim Video dran. Also Leute, ich freue mich über eure Kommentare, freue mich über eure Daumen. Macht's gut, bis dahin, peace out.